waren bei den ersten zivilisierten Hochkulturen türkisch sprechende Völker dabei? Vor 10.000 Jahren waren sie einst Ackerbauern, die ausgehend von der Altai-Gegend in Zentralasien den Weg als Wandervolk in den Kaukasus, dann nach Anatolien genommen hatten, und später im Süden zwischen zwei Flüssen ihre neue Heimat fanden. Es war ein Volk aus der Zeit zwischen 5000 bis 3500 vor Christus, welches am gleichen Ort blieb, und dank ihren Wassergräben vom Fluss her das Land bebauen konnten. Sie wurden das erste Volk, welches große Häuser und Städte baute und daraus Staaten entstanden. Sie entwickelten eine Hochkultur der Wissenschaft, Medizin, Mathematik und Astronomie. Sie erfanden sogar das Rad. Sie waren die Wiege der Zivilisation, denn dieses Volk erfand als erstes eine Schrift zum Schreiben und sie dokumentierten alles sehr genau. Aus diesen Schriften weiß man heute, dass sie sich selbst Karabasch nannten, was zu Deutsch Schwarzkopf bedeutet. Ihr Land, welches die Karabasch bewohnten, nannten sie selbst Kinge oder Känge. Sie kamen vom Osten her, vom Ural und Altai, wird berichtet. Heute sind die Karabasch als das Volk der Sumerer bekannt. Das Wort Karabasch findet man noch heute in türkischen Namen wieder. Eines ihrer bekanntesten Schriften ist das Gilgamesch-Epos. Die Sumerer selbst nannten es Bilgamesch-Texte. Das heißt auf Sumerisch Texte der wissenden Menschen. Über ihre Sprache ist man sich allerdings uneins. Wissenschaftler, welche die türkische Sprache beherrschen, erkennen auch türkische Wörter in der sumerischen Sprache. Wissenschaftler ohne Türkischkenntnisse sagen verständlicherweise, dass Sumerisch eine isolierte Sprache war. Das gleiche gilt auch für andere Sprachen, wie die der Etrusker, den Vorfahren der Römer. Die sumerische Sprache weist eine Agglutination auf, wie dies in Türkisch, Ungarisch, Finnisch und Mongolisch auch der Fall ist. Auch Türkisch und Ungarisch gleichen sich sehr. Wie auch Ungarisch mit Finnisch verwandt ist. Türkisch sprechen auch Mongolen. Das zeigt, dass die Ural-Altai-Sprachen, und da gehört auch Türkisch dazu, einen gemeinsamen Ursprung haben müssen. Es gibt über 40 weitere Türksprachen, welche eine eigene Bezeichnung haben. Daher kennen auch die Hunnen, das sind die Nachfahren des Kythen, türkische Wörter in ihrer Sprache. Entweder sind Türkisch, Ungarisch, Finnisch, Mongolisch und Sumerisch miteinander verwandt, oder sie haben alle gemeinsam eine noch ältere Sprache als ihren Ursprung. Vielleicht eine Sprache, die in ganz Eurasien vor über 10.000 Jahren gesprochen wurde. Fakt ist, dass bis heute mehrere hundert türkische Wörter aus der sumerischen Sprache entschlüsselt werden konnten. Und damit Türkisch eine viel ältere Sprache ist, als bisher angenommen.